Hallo, und da sind wir auch schon wieder. Für uns ein paar Sekunden, für euch wahrscheinlich so die ein oder andere Stunde, weil das Hochladen gedauert hat. Ja, und momentan gibt es halt nicht so viel zu erzählen. Wir sind dabei, die grundlegende Produktion aufzubauen. Und ich bin dabei, die Forschungspakete zusammenzuzimmern, die wir brauchen, um einen kleinen Teil zusammenzubekommen. Wie viele Forschungspakete hast du schon eingelegt, Don Tomato? 20. Okay, dann fange ich jetzt an, die nächsten 20 zu produzieren. Die ersten Wissenschaften kosten alle so 10 bis 20 Punkte und da kann man eigentlich nichts großartig mit falsch machen. Vielleicht noch die ein oder andere Dampfmaschine. Naja, eine, um genau zu sein. Eisenplatten. Ja, und für diejenigen, die das gerne mit ihren Freunden zusammenspielen wollen, wie gesagt, ich kann nur wiederholen, der Multiplayer läuft flüssig. Ich kann mich da nicht beklagen. Ich habe in diesem Spiel jetzt eine Latenz von 99 Millisekunden eingestellt, damit, sobald wir Fahrzeuge haben, wir nicht äußerst vorsichtig umeinander herumfahren müssen, denn kollidierende Fahrzeuge erleiden natürlich Schaden. Ja, und bei 250 Millisekunden ist das doch schon eine heftige Verzögerung, die man hat, könnt ihr euch vorstellen. Haben wir 2, ja. Auf einem höher fortgeschrittenen technischen Stand werden wir natürlich irgendwann auf Solarenergie umsatteln, weil die nicht mehr von Verbrennung und vor allem von Rohstoffen abhängig ist, sondern nur noch von Tageslicht. Allerdings bis dahin wird auch noch die ein oder andere Stunde vergehen. Da war gerade das Autosave. Auch wenn das Spiel so gut wie nie abstürzt, sollte man doch hin und wieder entweder selber speichern oder, wenn man dem System vertraut, dann auf Autosave zurückgreifen. Einfach deshalb, weil es kann verdammt viel Arbeit verloren gehen, wenn man es nicht tut, und das tut manchmal doch extrem weh. So, die Forschung schreitet stetig voran. Meine Forschungspakete sind dann auch inzwischen fertig. Ich schmeiß die direkt schon mal rein. Schon mal zur Erklärung, Forschung funktioniert effektiv nur über diese Forschungspakete, und für kompliziertere Technologien ist es auch notwendig, mehrere Forschungspakete verschiedenen Typs in die Forschungsanlagen zu bewegen. So. Die beiden Dampfkessel bringen wir noch an. Und das Ärgerlichste, was einem passieren kann, ist, dass einem Strom ausgeht. Und das passiert schneller, als man denkt. So. Ich habe die Strommasten übrigens aus einem guten Grund hier an der Seite angebracht. Die nächste Reihe Dampfmaschinen werden wir direkt hier neben platzieren. Das reiht sich dann nämlich perfekt auf mit dieser Kohlezufuhr, sodass wir nicht noch extra eine Abzweigung dafür legen müssen. Aber alles zu seiner Zeit. So, womit machen wir weiter? Genau. Mehr Eisenplatten. Das Credo dieses Spiels, mehr Eisenplatten. Es reicht übrigens zur Stromversorgung, wenn nur eine dieser auf dem Sichtfeld gerade markierten Ecken die entsprechende Maschine berührt. Man kann auch mit einem Strommast selbstverständlich mehrere Maschinen betreiben. Naja, ist jetzt nicht so hübsch, aber früher oder später werden wir die Dinger eher abreißen. Und schon ist die Technologie fertig.
Als zweites, die schnellen Förderbänder brauchen wir noch nicht, nehmen wir Automatisierung für 10 Forschungspakete und jeweils 10 Sekunden pro Forschung, um Montagemaschinen und große Greifarmroboter zu kriegen. Montagemaschinen erledigen das, was wir momentan noch von Hand machen. Sie setzen bestimmte Teile zusammen. Und die großen Greifarmroboter machen dasselbe wie die kleinen. Allerdings greifen sie ein Feld Abstand hinter sich und legen ein Feld Abstand vor sich hin, anstatt von dem Feld direkt vor oder hinter sich zu greifen. In späteren Produktionsreihen ist es extrem wichtig, dass man mehrere Fließbänder nebeneinander haben kann und deshalb tut es einfach Not, dass man dann verschiedene Greifarme in Kombination einsetzt. Ihr seht hier zum Beispiel, Don Tomato hat hier einen kleinen Greifarmroboter eingesetzt, um von der Seite das Erz zu holen und einen weiteren, um von unten die Kohle zu holen. Man könnte jetzt auch hingehen, das werden wir später machen, allerdings werden wir dieses Feld hier vor entfernen, und hier direkt neben den linken Greifarmroboter einen weiten Greifarmroboter setzen, der die Kohle von diesem zweiten Förderband holt. Wobei mir einfällt, jetzt haben wir ja die Teilertechnologie. So, in Produktion gegeben. Jetzt werden die Rohstoffe hier unten produziert. Die Schaltkreise und die Zahnräder und die fehlenden Fließbänder. Und zack, haben wir ein Teilerfließband. Platzieren wir eben hier. Funktioniert vollautomatisch auch ohne Strom. Und legt automatisch die Teile auf das, verteilt automatisch alles, was auf jeder Seite einkommt, auf beide Ausgänge. Das heißt, wir könnten hier auch einen zweiten Eingang anlegen und die Teile, die hier mit einkommen, würden auch zu gleichen Teilen auf das untere Fließband weiterverteilt werden. Hat manchmal dann Sinn, wenn man mehrere Ströme zusammenfassen will. Don Tomato hat jetzt oben das Fließband noch erweitert, damit die Kohle hier auf die linke Seite des Eingabefließbandes läuft. Noch lässt es sich so bewältigen, später muss man aber zwangsweise mehrere Rohstoffe in eine Maschine bringen und dann ist es unabdingbar, mit verschiedenen Greifarmrobotern zu arbeiten. Automatisierung ist beendet und als nächstes benötigen wir Steinwände brauchen wir glücklicherweise noch nicht. Diese wären nützlicher, wenn wir angegriffen werden würden, was aber momentan einfach noch nicht vorkommt. Verteidigungstechnik, Militärtechnik brauchen wir auch nicht. Dann erlauben wir uns mal die Optik. Damit können wir Lampen herstellen und mit Lampen können wir etwas ganz Luxuriöses machen. Wir machen es im Dunkeln hell. An sich nicht nötig, sieht aber zum einen schick aus und zum anderen erhält es doch etwas die Übersichtlichkeit der Fabrik, wenn man sehen kann, wo was produziert wird. So, die können wir eigentlich abbauen. Dann benutzen wir die befeuerten Erzfördere einfach erstmal hier unten. Um uns schon mal einen Grundstock an Stein zu besorgen. Ich habe hier gerade den Übersichtsmodus aktiviert. Dadurch wird über Kisten und über Maschinen und Produktionsanlagen angezeigt, was sie produzieren bzw. was sie schon inneliegend haben. Zum Beispiel seht ihr hier im Labor Forschungspakete 1 drin liegen. Die Anzahl wird nicht mit angezeigt, sondern einfach nur generell das, welche drin sind. Für Dampfkessel wird das nicht gemacht, weil es sich einfach daraus ergibt, wenn sie funktionieren, dann ist was drin, was verbrennen kann. Da braucht man eigentlich keine weiterführende Übersicht zu. So. Hier seht ihr zum Beispiel, in diesem Schmelzofen werden Kupferplatten
Mensch, da hängt wohl gerade was in meinem Sprechapparat. Den muss ich mal kurz nachölen. Verzeiht mir bitte. So, ein ganz klein wenig besser schon. Oh, hier seht ihr schon eine fortlaufende Eisenplattenproduktion. Das Ganze lässt sich dann natürlich auch erweitern, dass die fertigen Eisenplatten aus der Maschine auf ein weiteres Förderband verbracht werden und von dort aus natürlich dahin laufen, wo sie benötigt werden. Zum Beispiel in die Produktion von Eisenzahnrädern, die wir wiederum brauchen für die Produktion von Fließbändern, die wir wiederum brauchen für die Produktion von, für die Produktion von. Glücklicherweise verbrauchen die einfachen Schmelzöfen nur Kohle. Davon haben wir momentan mehr als genug. Später haben wir auch Lichtbogenöfen, die Strom verbrauchen. Das geht dann richtig ins Geld sozusagen. Glücklicherweise stellt uns keiner eine Rechnung. Dann lassen wir direkt hier einen der befeuerten Erzförderer in einen der neuen, von mir gerade konstruierten Schmelzöfen reinarbeiten. Und dieser produziert dann für uns Ziegelsteine. Noch brauchen wir zwar keine so dringend, aber es lohnt sich früh damit anzufangen, denn später dauert es einfach unglaublich lange, bis die Dinger hergestellt sind. Reißen wir nochmal kurz alles ab und stellen es etwas günstiger auf. Naja, so viel zu günstiger. Mir fehlt jetzt genau eine Länge, aber sei es drum, wir haben noch ein paar Strommasten übrig. Und zack, zack. Warum eigentlich so kompliziert? So, haben wir eine automatische Steinproduktion, sobald die, beziehungsweise Stein auf Ziegelstein auf Einlagerungsproduktion. Sobald die eingelegte Kohle verbraucht ist, beziehungsweise unter 5 fällt, Optik haben wir fertig. Was können wir noch? Was können wir noch? Ich glaube, auf Stahl können wir sowieso nicht verzichten, also machen wir damit schon mal weiter. Ja, sobald die Kohle aufgebraucht ist, wird direkt vom Förderband nachgelegt. Sobald diese Kiste voll ist, wird irgendwo dieser ganze Produktionsprozess natürlich ins Stocken geraten und irgendwann zum Erliegen kommen, was natürlich uns wieder Kohle spart, die an anderer Stelle wieder gebraucht wird. Und ihr erratet es bestimmt schon, ich benötige gerade ein paar Eisenplatten. Und das wird sich auch eine ganze Zeit lang noch so fortsetzen. Allerdings, Don Tomato ist gerade mit der Automatisierung der ersten Produktionen beschäftigt und früher oder später wird ein beträchtlicher Teil unserer Anlage vollautomatisch laufen. Die gesamte Karte ist übrigens fortlaufend generiert und wird jedes Mal für jedes Spiel neu generiert. Den Schlüssel kann man zwar untereinander austauschen, aber es macht durchaus Spaß, jedes Mal auf einem neuen Gelände anzufangen. Es sind jedes Mal neue Schwierigkeiten damit verbunden. Auf der letzten Karte hatten wir eine wunderschöne Verteilung, ein großes Kupferfeld, ein Stück darüber ein großes Eisenfeld und ein Stück daneben ein großes Kohlefeld. Das Problem war, dazwischen waren kaum Steinfelder. Also mussten wir, sobald wir angefangen haben, Steine im größeren Maßstab zu verbrauchen, quasi mit einer Anlage immer von Feld zu Feld ziehen und uns da was besorgen, wo wir gerade was bekommen konnten. So, ich werfe jetzt mal einen Blick auf unsere Stromversorgung.
Momentan seht ihr, die Anlage läuft mit ungefähr 700-800 Kilowatt, manchmal mit Abfällen bis auf 600 Kilowatt. Das macht ungefähr ein Fünftel unseres momentanen Bedarfs. Wir könnten natürlich jetzt entsprechend weniger Dampfmaschinen dafür aufstellen, nur die Anlage läuft umso langsamer, desto weniger Strom zur Verfügung steht. Es wird quasi der gesamte Strom immer auf alles verteilt. Und wenn nicht mehr genügend Strom da ist, um alles zu 100% zu versorgen, werden die Anlagen entsprechend um einen gewissen Anteil auch langsamer. Das heißt, ist nur noch 50% Strom da, läuft die Anlage schon im Schleichfahrtmodus sozusagen. So, am besten gehe ich direkt mal neues Holz besorgen, sobald die Wissenschaftspakete fertig sind. Denn wir werden definitiv weitere Strommasten benötigen. Unglaublich, ist schon wieder eine Viertelstunde rum. Darauf könnt ihr euch in diesem Spiel wirklich verlassen. Zeit vergeht hier wie im Flug. Und Langeweile kommt auch nicht auf. Es gibt ja schließlich noch den Modus, bei dem man von der einheimischen Lebensform angegriffen wird, sobald die Umweltverschmutzung ihre Nester erreicht. Dann ist man auch noch damit beschäftigt, um sein Leben zu rennen, wie wild um sich zu schießen und überall Geschütztürme aufzustellen. Ich denke mal, das werden wir im zweiten Durchlauf machen. In diesem Durchlauf zeigen wir euch einfach erstmal den kompletten Technologieablauf, eine Fabrikaufbau, die ganzen entspannten Teile des Spiels. Und dann, wenn wir den ersten Durchlauf abgeschlossen haben, kommt als zweites dann ein Durchlauf, bei dem wir die Gegner uns angreifen lassen, selbsttätig, sodass wir ein bisschen mehr unter Druck stehen und ihr ein bisschen mehr Spaß dabei habt, unsere halb gefressenen Fabriken zu sehen. So. Das waren jetzt mal auf die Schnelle 60 Baumstämme. Ich muss sagen, diese Eisenspitzhacke ist äußerst effizient. So. Fortgeschrittene Metallverarbeitung benötigt. Rohölaufbereitung. Die Rohölaufbereitung in diesem Spiel ist mein persönliches Steckenpferd. Das habe ich auch schon bei dem letzten Spiel mit Don Tomato gemacht. Ich habe mich darauf spezialisiert, unterirdische Rohre so zu verlegen, dass 10 Anlagen direkt nebeneinander stehen können, ohne dass sich irgendwas kreuzt. Und ich bringe es trotzdem immer fertig, versehentlich Leichtöl mit Schweröl durcheinander zu bringen. Aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Forschen wir erstmal an Steinwänden. Wir haben ja keine Eile gerade. Soweit, so gut. Oh du mein Don, was meinst du? Sollen wir nach der zweiten Episode eine Pause einlegen? Ja. Gut, dann werden wir das machen. Dann haben wir jetzt noch 10 Minuten. In denen kriegen wir wahrscheinlich doch noch einiges zustande. Und ich denke mal, gucken wir mal nach, hier sind schon 60 Ziegelsteine fertig produziert. Nur mal zum Vergleich, ungefähr gleichzeitig habe ich die Kisten aufgestellt. Hier liegen schon 175 Einheiten nur Stein drin, das heißt, diese Menge scheint jetzt am Anfang viel zu sein. Es ist so gut wie gar nichts. Später, wenn wir zum Beispiel versuchen, ein Eisenbahnsystem aufzubauen, werden wir Schienen bauen lassen müssen von den Maschinen. Diese Schienen benötigen Stein. Und zwar ganz simplen Stein. Und meistens zu diesem Zeitpunkt hat man keinen mehr. Und hat dann Tränen in den Augen, wenn man sieht, wie weit man dieses Mistzeug transportieren muss. Don Tomato war sogar schon so freundlich und hat die Kohleproduktion erweitert. Das passiert nämlich auch ganz schnell, wenn man anfängt, die Kohle zu den Eisenschmelzen abzuleiten, dass plötzlich nichts mehr für die Energieproduktion da ist. Ist uns am Anfang häufiger passiert. Führt dann zu lustigen Ergebnissen, wenn man dann im fortgeschrittenen Stadium immer noch dabei ist, Kohle von Hand in die Dampfkessel zu stopfen.
Gut, denn diese Produktion bräuchten wir eigentlich jetzt nicht mehr, aber wir lassen sie trotzdem mal bestehen, so als Notanker, damit immer genügend Kohle vorhanden ist. Den Stein habe ich eigentlich genug da. Dann könnte ich auch direkt schon mal anfangen, die notwendige Infrastruktur für den zweiten Teil der Energieproduktion zu legen. Kupferplatten sind noch reichlich da, aber ihr denkt es euch bestimmt schon, was fehlt sind, genau, Eisenplatten. So, die reichen natürlich auch exakt für 5 Dampfkessel und für einen Satz unterirdischer Rohre. Das ist allerdings zu wenig. Ich brauche noch einen zweiten Satz. Die Abstände, die ich zwischen der Wasserquelle und den Dampfkesseln und den tatsächlichen Dampfmaschinen gelassen habe, die haben durchaus ihre Berechtigung. Denn in diesem Spiel legt man eigentlich immer alles viel zu eng zusammen und selbst große Abstände erweisen sich in einer Fabrikanlage, bei der dann mehrere Rohstoffe kreuz und quer transportiert werden, als äußerst hinderlich. Hier ist jetzt ein Abstand von insgesamt 10 Feldern zwischen den Rohren. Das heißt, wir könnten insgesamt 10 einzelne Förderbandstränge hier durchlegen. Und dasselbe nochmal hier oben. Es sollte eigentlich, und das heißt, es wird mit Sicherheit gar nicht passen. Hoppala. Aber das gehört mit zum Spiel und um ehrlich zu sein, es macht auch einfach nur Spaß, nachher die Anlage wieder umzubauen, weil man gemerkt hat, wir haben ein bisschen zu knapp kalkuliert. Einmal kurz gedreht, angeschlossen. Es fehlen natürlich trotzdem noch, genau, Eisenplatten. Das Schöne ist, dieses Baumuster lässt sich beliebig lange erweitern. Die Energieproduktion bleibt dadurch weder stehen, noch wird es komplizierter. Der einzige Haken an der Sache ist, wenn man mit eingeschalteten Feindangriffen spielt, ist das hier der Hauptangriffspunkt. Denn die Feinde greifen, wenn kein Spieler in der Nähe ist, bevorzugt das an, was die Umweltverschmutzung produziert. Wobei eigentlich ist es dann logisch, dass die Spieler zuerst angegriffen werden, denn der Spieler ist ja derjenige, der die meiste Umweltverschmutzung produziert. Im Endeffekt. Einmal angeschlossen. Und wir brauchen noch ein paar Knickarmroboter. Und was fehlt? Ihr ratet es nie. Eisenplatten. Ah, ich greife mir auch schnell ein paar vom Förderband. Der Einstieg in dieses Spiel ist tatsächlich etwas langatmig, aber aus Erfahrung kann ich sagen, Dwarf Fortress ist anstrengender. Also wenn ihr solche Spiele mögt, in denen man Abläufe automatisieren kann, oder wenn ihr zum Beispiel, wie ich das auch getan habe, bei Minecraft extra euch Mods ladet, die Arbeitsabläufe automatisieren, dann seid ihr mit Sicherheit auch Kandidaten, die dieses Spiel mögen werden. Ich mache deswegen so viel Werbung für das Spiel, weil ich es wirklich von ganzem Herzen liebe. Normalerweise, die meisten Spiele laufen bei mir relativ schnell durch, einmal durchgespielt und abgehakt. Das müsste jetzt insgesamt gesehen der fünfte, sechste Durchgang sein und ich habe mir eigentlich bisher nie die Mühe gemacht, die letzte Technologiestufe zu erforschen, weil es bisher keinen Abschluss gab. Das Ende ist erst gerade eingefügt worden und ist damit erreicht, wenn man die automatische Raketenabwehrsilos, das erste automatische Raketenabwehrsilo produziert hat. Wahrscheinlich wird in dem Spiel auch noch mehr einprogrammiert werden. Das, was ihr hier seht, ist Alpha-Version 0.12, wenn ich mich jetzt nicht irre. Oder was? Ja, doch, nee, genau. Die Version 1.2 oder 0.22.
Ja, daraus kann man ableiten, dass der Hersteller noch so ungefähr 78 weitere Updates plant, Minimum, bis das Spiel marktreif sein wird. Auf der Homepage kann man zum Beispiel nachlesen, dass angedacht ist, neben der Verteidigung, die die Siedler wünschen, auch noch eine entsprechende Nahrungsproduktion vorrätig zu halten. Ich habe jetzt mal auf maximale Stufe rausgezoomt. Stellt euch einfach vor, diese Dampfkesselanlage noch um das Zehnfache verlängert, reicht nicht. Dann lieber noch eine zweite Anlage hier unten von derselben Größe als Backup-Stromversorgung. Dazu ein mehrere Bildschirm großes Solarpanelfeld und eine Produktionsanlage nur für die Forschung, die mindestens einen Bildschirm ausfüllt. Auf maximaler Zoomstufe. Und das wäre dann das, was das Spiel momentan beinhaltet. Und dazu soll dann noch was dazukommen. Ich würde sagen, das ist ein Ausblick, der sich durchaus lohnt. Und wir reden hier, wie gesagt, von 15 €. Das ist jetzt kein weltbewegender Preis, wenn man mal an andere Spiele denkt, die dann so im Bereich von 40, 50, manchmal 60 € auf den Markt kommen. Und selbst für diese Spiele hätten wir jetzt schon ein Kosten-Nutzen-Verhältnis von 1 zu 1 erreicht. Ja, also Factorio ist in mehrfacher Hinsicht ein Schnäppchen und auf jeden Fall etwas, was man im Blick behalten sollte. Momentan, wenn ich mich nicht irre, ist die Fertigstellung des Spiels für ungefähr Mitte Quartal 2 2016 geplant. Ist allerdings auch schon ein paar Mal verschoben worden, kann also auch genauso 2017 werden, aber momentan ist es schon sehr gut spielbar. Ich habe in der gesamten Zeit, die ich gespielt habe, einen einzigen Absturz erlebt und den habe ich quasi selber schon vorprogrammiert, weil im Hintergrund liefen 6 oder 7 andere Programme und ein Aufzeichnungsprogramm, das ich ausprobiert habe. Ihr könnt euch vielleicht denken, welches. Das ist häufiger für Abstürze verantwortlich und hat schon so manchen YouTuber in den Wahnsinn getrieben. Und habe gleichzeitig versucht, noch eine Produktionsanlage anspringen zu lassen, die etwas größer war. Das hat wahrscheinlich meinen Computer ein bisschen überlastet. Ansonsten ist mir bisher kein einziger Bug aufgefallen. Dazu kommt, dieses Spiel hat relativ anspruchsvolle Feinde, wenn man seine Anlage unvorsichtig plant. Und was ihr bis jetzt seht, ist gar nichts zu dem, was die Automatisierung später hergibt. Anlagen, die ich alleine gebaut habe, haben ein Vielfaches der Größe gehabt und haben natürlich auch ein Vielfaches der Zeit gebraucht. Wir sind jetzt bei knapp einer Stunde, das heißt, die zweite Episode wird jetzt gleich enden. Und ihr wisst, was das heißt. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, kostet es Daumen runter und kostet 2 €. Ja gut, das ist dein Dingen. Und lasst mir einen Kommentar da, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr was fragen wollt, wenn ihr irgendwelche Vorschläge machen wollt. Wir sind für alles offen. Ich denke mal, wir werden spätestens morgen auch schon die nächsten Folgen aufnehmen. Kann natürlich auch erst dann am Sonntag sein. Kommt jeweils darauf an, womit wir uns gerade beschäftigen. In jedem Fall werdet ihr nicht allzu lange darauf warten müssen. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.